Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Resident Evil Remaster mit mir, dem Rappelzappel. So Freunde, wir haben die Münzen, wir haben ja einen Brunnen und ich würde mal sagen, die Münzen müssen jetzt eingesetzt werden. Wo aber welche Münze hin muss, das müssen wir erstmal rausfinden. Das sieht nach Wolf aus, wa? Wenn auf dem anderen jetzt irgendwelche Piepmätze drauf sind, dann sind wir richtig. Nee. Okay. Jetzt gar nicht, in welche Richtung wir gucken. Warte mal. Da war da irgendwas mit North und sowas. Ach, da ist ein Adler drauf. Eine runde Einbuchtung. Guck mal. Wenn du genau hinkiekst, da ist ein Adler drinne. In Form eines Adlers. Da steht ja auch drinne. Na super. Ich wollte jetzt professionell an die Sache rangehen. Naja. Gut. War auch erledigt. Wow. Die Videosequenz war aber noch in der alten Grafik gewesen. Okay, da würde das jetzt runtergehen. Da hat sich ein Gang geöffnet. Ich würde aber gerne mal gucken, was wir hier drin haben. Das ist eine große eiserne Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Gut. Haben wir das auch mal probiert? Ja, um nochmal an dem letzten Thema von der letzten Folge anzuknüpfen. Ich würde mit 15-minütigen Folgen, würde ich heute ja nicht mehr klarkommen. Das wäre mir viel zu stressig, denn ständig immer darauf gucken, oh, wir haben 15 Minuten, Freunde, haut darin. Ja, wäre im Grunde genommen eigentlich genau dieselbe Verabschiedung wie sonst auch immer, aber 15 Minuten, das ist ja very kurz, ja. Gut, ich könnte das ja auf 20 Minuten hoch, aber wenn ich 20 Minuten mache, ja, was soll's, da kann ich auch 30 Minuten machen, oder? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch die Folgen zu lang sind, ob ihr die ein bisschen kürzer wollt. Aber ich finde 30 Minuten eigentlich ziemlich geschmeidig. Ich kann mich mit 30 Minuten anfreunden, bin ich ganz ehrlich. Auf dem Schild steht öffnen, nur im Notfall möglich, okay? Ein riesiger, okay, eine Art Wassertank. Und hier brauchen wir bestimmt eine Kurbel. Ein riesiger Aufzugsschacht. Eine Art Wassertank, okay. Nur im Notfall möglich. Würde mich jetzt mal interessieren. Wenn da schon Notfall draufsteht, dann wisst ihr ja Bescheid. Dann werden wir auf jeden Fall hier auch Schwierigkeiten bekommen. Oh. Schreibmaschine. Und Gruselmusik. Scheiße, sollte man lieber abspeichern? Wir haben schon so oft jetzt abgespeichert, wa? Aber wenn wir jetzt failen, was würden wir denn nochmal machen? Wir müssten denn das Kind nochmal umlegen. Komische Fieder, meine ich. Ja, so würde ich das anberaumen. Aber wir nehmen mal sicherheitshalber. Ich habe so das Gefühl, und ich vertraue meinem Gefühl, dass wir hier Ärger bekommen. Und sicherheitshalber, so feige wie ich bin, werden wir hier auch mal abspeichern. Ich mach das einfach mal. Wir haben 12 Farbbänder. Komm, das gönnen wir uns jetzt. Hört er jetzt keinen mehr hier auf den letzten Schritt oder was das ist. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Was gibt's denn sonst noch zu tun? Es gibt ja sonst eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, das ist das Ende. Wir sind hier am Ende angekommen. Laboreingang. Ich glaube, das ist das Ende jetzt, ja. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wir nehmen jetzt mal alles mit, was wir haben hier. Pistole nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ist klar, die brauchen wir. Gesund sind wir. Wir haben im Notfall noch ein Spray dabei. Ein bisschen safe spielen. Ist bei mir natürlich ein bisschen schwierig. Safe. Ah, kennt ihr ja von mir.
Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt hier? Boah, der ist ja hardcore, was ist los mit dem? Fast ein ganzes Magazin auf dem verballert. Geht er nochmal auf? Okay, der blutet aus. So. Aber den anderen werden wir mal versuchen, das ist nämlich noch einer. Weil wir den in den Kopf wegsmashen können. Okay, das war weit weg. Ah, da, Scheiße! Steht da nochmal auf? Noch eine Diskette. Wir versuchen mal den Kopf jetzt weg zu smashen. Sehr schön. So, dann wissen wir auf jeden Fall, der steht nicht nochmal auf. Ah Mist, dann hätte ich die Dings ja nicht mitnehmen brauchen. Aber jetzt sind wir ja schon wieder hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen, denke ich mal, die zweite Diskette, wa? Elektronisch verriegelt. So, schauen wir uns mal kurz um. Die Pflanzen hier würde ich auch gerne mitnehmen wollen. So, Freunde, dann machen wir das einfach mal. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Wir gehen nochmal kurz zurück. Ich dachte jetzt echt, das wäre das Ende oder so. Das machen wir jetzt nochmal. Dann bringen wir die ganzen Sachen erstmal zurück. Drei Kräuter haben wir da. So, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal noch hier. Besonders die Säure-Dinger, die sind Gold wert. So, dann brauchen wir, denke ich mal, noch die zweite Diskette. Wenn wir die jetzt noch irgendwo haben, wäre das cool. Ja. Modus. Vielleicht müssen wir die miteinander verbinden oder so. Haben wir das schon mal ausprobiert? Nee, haben wir gar nicht ausprobiert. So, das prüfen. Okay, alles klar. Können wir kombinieren? Nee, geht nicht. Gut. Das können wir aber kombinieren. Die Pflanzen nehmen wir uns mit. Heißt ja nicht, ich denke mal, ein Zweiermix hat recht aus. Wir machen einen Zweiermix und dann nehmen wir noch eine einzelne Pflanze. Im Notfall. So ist jetzt mein Bestreben. Wir könnten natürlich auch die Grünen mit den Roten verbinden. Ich denke mal, das würde auch Sinn machen. Wir haben noch so viele Rote. Komm, machen wir einfach mal. Gehen wir nochmal zurück. Dann nehme ich im Koffer noch zwei, drei Rote. Dann kombinieren wir das einfach. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall eine volle Mischung. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Das machen wir so. Komm. Die Pflanze nämlich auch ein bisschen zur Geltung. Ja, sehr schön. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir brauchen die Disketten jetzt da unten. Ich glaube, das ist... Oh, ich glaube nämlich, dass das da unten der Steuerungsraum irgendwie ist oder die Kommandozentrale von allem oder so. Ich weiß das ja nicht mehr. Das ist immer so schleierhaft, so schemenhaft bei mir. Es gibt Sachen, daran kann ich mich erinnern. Und es gibt Sachen, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. So, in die Tür kann man jetzt nicht rein. Die war jetzt verriegelt gewesen. Das müssen wir uns aber auf jeden Fall merken. Dass hier oben noch eine Tür ist. So, checken wir das hier unten erstmal aus. Irgendwann kommt er angelaufen. Nehmen wir den Kopf. Scheiße!
Vor dem müssen wir aber vielleicht den Kopf wegkriegen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Genau, umzielen. So, okay, alles klar. Drei Schuss haben wir noch drinne. Will die mal looten? Oh, hier haben wir noch ein Messer, sehr gut. Die können wir im Notfall auch noch hier brauchen. Ich weiß gar nicht, wie viele Messer haben wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube, 4 oder 5 Stück müssten wir da schon haben. Die Tür ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol ist in diesem Schloss eingraviert, okay. Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Da sind die Bäden. Durch die Tür sind wir gekommen. Das heißt, wir können nochmal durch die durch hier. Du Scheiße, hier ist auch nochmal eine Tür. Boah, ist das verwinkelt. Oh, was ist das? Röntgenbild. Super, was machen wir jetzt damit? Prüfen. Clark David. Keine besonderen Merkmale, okay. Ach. Ist da noch ein Bild? Ach du Scheiße. Auf dem Notizblock. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektronischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Welche Initialen? Das ist ein Platz zum Anhängen des Röntgenbildes, okay, von Röntgenbildern. Machen wir das mal. Ach, das brauche ich jetzt nicht, oder wie? Ed Fischer. Steht ein Name, Ed Fischer. Die Initialen alphabetisch geordnet. Okay, dann war ein E. Okay, dann war ein A. Dann war ein A. Dann war ein C. Dann haben wir ein E. Und was steht hier drauf? Ein G. Gail Holland. Dann müsste das doch jetzt hier rangehen. An dem letzten Platz. Ja. So. Und jetzt? Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Aber die Initialen, das ist doch... Ist doch jetzt richtig. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Beim Öffnen der elektronischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Das haben wir gemacht. Wir haben hier A, wir haben hier C, wir haben hier E und G. A, B, C, D, E, F, G. Alphabetisch geordnet. Brief des Forschers. Okay, meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin.
Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften stehend, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich gebe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum, was? Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter deinem Namen und mit deinem Passwort als Passwort anmelden kannst. Deinen Namen als Passwort anmelden kannst. Okay, die heißt Ada. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. John, Ada. Okay, John und Ada. So, die Initialien. Okay, A, B. CD. Jetzt wird er mal rückwärts gelesen, wa? Ah, rückwärts. Ach, kick mir ihn an, warte mal. Der heißt Ed Fischer. Ed ist der Vorname. Also E-D, E-F. E-F. Nee, ich will den hier hinten. Kann ich den mal bitte gucken? Gail Holland. Also G-H. Beiden Aufnahmen wurden vertauscht. Was haben wir jetzt hier? Clark David. So, A, B. Alex Bashett. So, da haben wir A, B. ED. Was bringt uns das jetzt? Was bringt uns das jetzt? Also die Initialien. Also ich gehe immer davon aus. Clark David. Achso, okay, alles klar. Clark, Vorname David ist natürlich auch ein Vorname. So, Clark David. So, Gail Holland. Jetzt nochmal anmachen. Alex Best, A, B, C, D,
EF GH. Wir haben es richtig gemacht. Jo, aber wie geht's jetzt weiter? Nein, nein, nicht vertauschen. Gekritzelt. Zum Öffnen der elektronischen Tür müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden. Wir merken uns den Raum mal hier. Und ich weiß nicht genau, was die jetzt von uns wollen. Wir haben es alphabetisch geordnet und wir haben es angemacht. So, hier haben wir noch so einen komischen Koffer, den nehmen wir mal mit. Auf jeden Fall immer was Cooles drin sein. Medizinische Geräte. Eine Operation zurückgelassen. So, da haben wir... Tür ist verschlossen. Hier haben wir irgendwelche Hebel. Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn Sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Okay, alles klar. So. Die Tür ist verschlossen. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir jetzt hier raus. Gut, also ist das der Anfang. Steht da schon auf hier? Nee, der steht noch nicht auf. Gut. Besser ist. Besser ist das. So, wir prüfen mal kurz das Ding hier. Enthält eine Mischung aus zwei grünen Kräutern. Ja, komm, das nehmen wir mit. Ist okay. Das können wir für Notfall immer noch gebrauchen. Wenn wir nur eine kleine Verletzung haben. Oh. Das sieht doch gleich hier im Anschlag. Magnum-Munition, sehr schön. Ah, ein Teil einer Leiche liegt auf dem OP-Tisch. Oh, sehr schön. Lecker. Lecker. Ah, nochmal so ein Case, okay. Eine Reihe von Chemikalien. Eine Reihe von Chemikalien, eine Reihe von Chemikalien. Dass da noch was rotet. Hallo? Da. Batterie. Die Leichen sind gefroren und in Plastiktüten verpackt. Bin ich ja gut. Verpackt. Lässt, dass die bald aufstehen. Ach du Scheiße, okay. Warte mal, dann müssen wir den Brief nochmal lesen. Da müssen wir den Brief nochmal lesen. Oder? Komm, wir probieren es einfach mal. Ada. Passwort A, B, C, D. A, B, C, D. E, F, G. A. Ne, geht ja nicht. Login inkorrekt. Notiz eines Forschers. Okay. Es gibt begründeten Anlass zur Vermutung, dass das T-Virus, Mutagen, das Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Okay, der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers.
Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben dieses Wesen den Namen V-Acts gegeben. Okay. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Okay. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Mhm. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Ah, das sind diese roten, ja. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Ja, den haben wir ja schon umgelegt. So, jetzt würde ich aber gerne den Brief nochmal lesen. So, Akten. Ne, wir sind hier im Labor. Hier, Brief des Forschers war das, glaube ich, war? Brief des Forschers, ja. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, dann werden Menschen beeinträchtigt, positiv, Schicksal, Denken, ebenfalls Materialien, aktiviere den Selbstzerstörungsmechanismus und Hochspannung, um deine Kräfte unverpublik machen. Falls nochmal funktioniert, sämtliche Schlösser über Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal mit einem kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich mit meinem Namen und mit deinem als Passwort anmelden kannst. Okay, John und Ada. Okay, dann haben wir es. John und Ada. So, wartete. Hab falsch gelesen. Okay. Dann gehen wir hier ein. Wo ist jetzt das H? Da. So, hier, zack, zack. John... und Ada. So, verifiziert. Basement, Doorlock Operation, Select Floor. B2F, B3F Channel, okay. Wieder Ada? No match. So, was können wir jetzt hier machen? Nee, da will ich jetzt nicht hin. Escape, wieder raus. Können wir hier... Ein Server zur Datenverwaltung. Anscheinend ist der kaputt. Okay. Oh, wir sind schon über 30 Minuten. Freunde. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal Feierabend machen. Weil ich nicht genau weiß, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich würde das da gerne öffnen. Aber ich glaube... dass wir die Disketten irgendwie benutzen müssen. Aber ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo wir die Disketten hier reinstecken können, um überhaupt was zu machen. Vielleicht gibt es hier nochmal einen extra Raum oder sowas. Ich dachte hier an den riesen Servern, dass da irgendwas geht. Eine Reihe von Chemikalien. Nee, da ist auch nichts. Ja. Ich denke mal, auf das Rätsels Lösung werden wir dann in der nächsten Folge kommen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses schaut. Bleibt mir treu und vor allem gesund. Haut da rein, euer Rappelzappel. Servus, ihr Lieben.